Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Opahelmi, herzlich willkommen zurück bei Rushing Fishing 4. Ja, einige Tage nichts gelaufen, aber ich wusste auch nicht so genau, wo lang ging, was ich jetzt machen soll. Und aber wir sind an derselben Stelle, wo wir letztes Mal waren, und wir haben ja hier festgestellt, man muss nicht unbedingt hier die Mörderausrüstung haben und den Mörderköder, um hier fischen zu können. Das fand ich sehr gut. Heute sind wir hier allerdings unterwegs mit einer anderen Futtermischung, und zwar versuchen wir mal eine Bärenmischung. Der Let's Rob hat mir zum Glück seine Mischung zur Verfügung gestellt, und die werden wir mit der Rakete jetzt gleich rauswerfen, und dann werden wir mal gucken, ob wir hier irgendwas fangen können. Also ich habe die letzten paar Tage damit hier geangelt. Ich hoffe, ich habe damit nicht mein Glück schon verspielt, dass ich heute nichts mehr hole. Ihr wisst ja, wie das ist, ne? Aber versuchen wir es einfach mal. Also wir nehmen unsere Angel. Wir stellen ein, 22 die Bremskraft, ja, wie immer beim Opa, die Einholgeschwindigkeit. Jetzt kommt das Wichtigste, der Clip. Der Clip ist bei 35 Meter. 35 Meter. So, danke. So, und dann werden wir mal hier, was war das? Die Grüne, glaube ich, ne? Ich glaube, das war die Grüne. Ja, das ist die Grüne. So, dann werden wir mal hier ändern. Auf Raketenfutter. Ja, super. So, machen wir mal dran. Ja. Achso, vielleicht sollten wir den vorher noch ankriegen. Ja, das macht Sinn. Ja, die Trockenfuttermischung. Hier haben wir sie. Und zwar, man muss nicht unbedingt 100 sein, um die mischen zu können. Es ist drin. Maismehl als Basis, dann Johannisbeerfeed Pellets 5 und 8. Als Zusätze dann die Brombeerfeeds 8 und 12. Und als Aroma nochmal schwarze Johannisbeer. Also es wird ein bäriger Tag. Und deswegen werden wir die jetzt nehmen. Moment, eben gucken, keine Fehler machen. Das sind die Bären, jawohl. Benutzen. So, und davon werden wir jetzt mal ein paar raushauen. Und ihr seht schon, die ersten beißen schon. Wie gesagt, wichtig. Vergesst bitte nicht, wenn ihr das macht, den Clip. Weil sonst, ihr müsst hinterher eure Angel natürlich mit demselben Clip einstellen. Ist ja ganz klar, ne? Und die 35 Meter machen wir aus dem Grunde, damit wir hier in die 5 Meter kommen. Wie immer. So, ja, dann werden wir mal hier, einmal haben wir schon, da werden wir gleich noch einen raushauen. Die Angel, die sich da schon bewegt, ignorieren wir mal ganz gekonnt. Ne, das konnten wir ja schon immer gut. So, und dann hauen wir hier ein klein bisschen daneben. Ja, damit wir ein bisschen mehr Streuung haben, falls wir nicht so genau treffen. So, und dann würde ich sagen, machen wir auch noch einen dritten. Den machen wir so ein bisschen nach links. Mein Orientierungspunkt ist dieser gelbe Baum da. Der ist nachts, ist ja auch beleuchtet. Das ist, sehen wir nachher, ist ja jetzt schon 19 Uhr, schlag mich tot. So, Moment, ich muss mal eben hier eine Mischung dran machen. Eine Mischung, mach eine Mischung dran, Opa. Ja, bin da schon dabei. Los, schneller. Mann, Mann, Mann. Hier, so. Ja, und wie gesagt, jetzt werden wir noch ein bisschen so links daneben, dass wir ein bisschen mehr Streuung haben. Ja, so soll es sein. So, und das war's schon. Und jetzt machen wir gleich unseren Köder dran. Unsere Köder sind Bärenköder. Ja, wir jagen einen Bär und dann werden wir ein Stück Fleisch rausschneiden und dann machen wir das als Köder. So ungefähr. So, also, wir gehen jetzt nochmal auf unsere Angel und das war hier die. Und dann machen wir, aufpassen jetzt, hier hingucken, hier nicht rumquatschen. Pop-up-Rig, genau. Die machen wir. Die Bissanzeige machen wir natürlich dran, ist ja klar. Leadcore brauchen wir. Machen wir dran. Wirbel, einfache Wirbel. Egal, ich nehme mal die einfachen, die gehen hier. 20,4, das ist schon ein bisschen abgenutzt, aber der gibt es noch, der tut noch. Der Karpfenhaken ist wichtig. So, und die Köder, die ändern wir hier in Pop-Up-Boils und Mais. Na, damit das schön bunt ist. So, dann machen wir Boils. Ihr seht schon, ich habe hier Johannisbeere. In unterschiedlichen Größen, Maulbeere, Preisebeere, Brombeere. Wir machen die Johannisbeere hier dran. So, den Pop-Up-Mais habe ich lila. Alles, was lila ist, ist super. Auch hier machen wir die Maulbeere dran. Davon haben wir noch ganz viele. Und ihr müsst keinen Dip, aber ich mache trotzdem gerne Dip dran, weil, nö, ist ja besser als ohne. Schadet ja auch nicht. Kostet ein bisschen mehr. Mein Gott, Dip ist teuer, aber was wolltest du machen? Ne? So, und jetzt gucken wir nochmal, haben wir das Ganze hier richtig, 35 Meter, wunderbar, wo ist mein Punkt, da ist mein Punkt, und da werden wir jetzt hin. Und, ja, und das war's schon. Abstellen, und jetzt hachen wir der Dinge, die da kommen, und hoffen auf ganz viele Karpfen.
Am besten auch Goldkarpfen, Schleierkarpfen mit der Mischung alles schon gefangen. Und ja, jetzt fangen wir an. Rob, mein Lieber, nochmal vielen Dank für deine Mischung an der Stelle. Hat mir wirklich sehr, sehr weitergeholfen. Und ja, wir angeln mal. Ja, wir ziehen mal die Angel rein hier und jetzt gucken wir mal, was passiert. Jetzt ist so der Opa wieder ganz der Alte, ne? Ja, also ohne Bärenjahren ging es auch. Ne? Man musste einfach nur im Angelgeschäft Pellets kaufen und naja, ihr habt ja gesehen, was ich drauf gemacht habe. Pop-up nicht vergessen und ja, Dip nicht, muss nicht sein, aber es schadet auch nicht. Also wie gesagt, ich habe bisher immer einen Dip mit dran gemacht und ja, hat sich kein Fisch beschwert. Hier so viel Matsch hier im Wasser, das wollen wir nicht. Also so war es nicht. So, und da kommt ja auch schon der erste angefahren. Und dann schauen wir mal, was hast du denn da? Juppudu, juppidi, ein Spiegelkarpfen, 4,4 Kilo, jawohl. So muss es sein. Gestern musste ich tatsächlich F4 einmal drücken, Alt F4, weil da hatte sich einer dran gemacht. Ja, den habe ich mit meinen Angeln nicht rausgekriegt. Und der hat sich also auf einem guten Weg dahin verabschiedet, da hinten runter. Dass meine Angelschnur auch schon fast ganz weg war von der Rolle und da habe ich gedacht, bevor ihr jetzt alles kaputt geht, ich hatte zwar auf den Nachbarangel noch einen Fisch, ich denke, komm, vergiss den Fisch, mach Alt F4, na, ihr müsst Karpfenhaken und so weiter, das ist alles teuer. Ah, jetzt haben wir Regenwetter, das ist natürlich schlecht, ne? Also bei Sonne beißen die deutlich besser, nur mal so. Ah, Kaffee, lecker. Und ich habe natürlich noch Happy Hour, da auch das ist natürlich eine Sache, ja. Auch ohne Happy Hour beißen die deutlich. Ach Gott, ja gut, wir kommen nicht mehr raus aus dem Regen. Wir werden wohl mit Regen fischen müssen. So leid mir es tut. Wäre natürlich schön gewesen, als ich angefangen habe und hier runtergelaufen bin, war ein sonniger Tag. Nur mal so. Aber ich wollte ja dieses Mal anfangen aufzunehmen, während ich hier schon rumstehe. Damit ich nicht hier eine Viertelstunde euch hier was erzählen muss, während ich rumlaufe. Ja komm, komm, trau dich, mein kleiner Karpfen, komm. Trau dich, komm mal bei die Opa, komm. Ja, komm mal her, komm. Zieh mal runter, das Ding. Du willst doch auch. Ja, den erklären wir für gefangen. Zack. Und, oh, guck mal. Das ist schon wieder einer, der uns die Rolle schon wieder so leer zieht hier. Guck dir das mal an. Das kann doch nicht wahr sein. Die Bremse steht auf 22. Guck mal, wie weit der schon im Roten ist. Ja, ja. Das ist so ein, den ich vielleicht gar nicht rauskriege. Wer weiß. Ich habe jetzt eigentlich auch nicht vor, das ganze Video mit einem Fisch hier rumzukämpfen. Ach komm. Fisch, was machst denn du? Ja. Weg ist er. Weit, so weit. So weit, die Flossen tragen. Für eine Handvoll Flossen. Schuppen. Für eine Handvoll Schuppen muss es heißen. Siehst du, und jetzt ist das Licht hier, da und da. Neben diesem grünen Baum. Oh, warte, ich zeig. Moment. Da ist die Stelle, wo wir hingeworfen haben. Also die kann man auch im Dunkeln sehr, sehr gut sich merken. Also nicht hier die erste schwarze, sondern da. Jo, das wissen wir jetzt. Mach weiter, Opa. Hol den Fisch raus, verdammt. Lenk nicht ab. Ist doch wahr. Ja, schauen wir mal. Wie der Herr sich so anstellt. Oh, auf 22 zieht er mich schon in den roten Bereich. Das ist ja super. Das ist ja super. Da haben wir eine super Mischung drauf gemacht. Ja, also wenn ihr stärkere Routen habt als ich, ne, ist das natürlich für euch kein Thema, ne? Also mit meiner Gold 80S, mit meiner 14 Kilo Bremskraft, da habe ich hier so mit dem einen oder anderen Fisch noch echte Probleme. Karpfen sind halt echte Kämpfer. Da machst du nichts, ne? Wenn ihr schon eine stärkere Rolle habt, dann, dann zieht ihr den einfach raus und fertig. Das ist schön für euch, aber da habe ich jetzt nichts von. Entschuldigt die Stimme. Ja, ihr kennt das doch schon beim Opa. Ja, da siehst du schon wieder abhaut. Ne? Mein Gott, ey, muss er denn sein? Muss er denn sein? Reicht hier nicht, wenn ich hier ein paar Gold- und ein paar Geisterkarpfen rausziehe? Nein, muss ich hier so ein 16 Kilo einfach Spiegelkarpfen hier dran haben, der mich ein bisschen rumnervt? Muss das denn sein? Muss das denn sein, dass du den Opa nervst, du? Fisch du? Echt jetzt? Komm schon. Oh, der zieht und zieht und zieht. Und ich will gar nicht, ich kann gar nicht Stremmer machen. Dann bin ich schon im roten Bereich. Guck mal hier. Da bin ich schon voll im roten Bereich. Ah,
ja. Renn. Renn, was er zuchelt. Dover Fisch. Aber wir machen dich jetzt ein bisschen lockerer. Dann stellen wir dich hier den mal hin. Wenn er ab, haus ab. Mir doch egal. Hier ist auch einer dran. Nehmen wir lieber den. Da haben wir wenigstens einen. So. Ja, manchmal muss man einfach, ne? Da muss man sich einfach sagen, okay, was soll's? Ne, wenn ich jetzt hier die anderen Angeln nicht mehr bediene und dann nur noch mit dem einen rumkämpfe und am Ende haut er dann auch noch ab, dann habe ich ja gar nichts. Ne? Und wir wollen ja ein bisschen was sehen. Ist ja ein Video. Opa macht ein Video. Hurra, hurra, hurra. Opa ist wieder da. So, was haben wir denn hier, mein Freund? Komm mal hier an Land. Lass dich mal betrachten. Ein bisschen. Und ein Giebel, ja, auch sowas finden wir nebenbei. Keine Frage. Auch Schleien fängt man zwischendurch mal mit den Köder. Aber das schadet ja nicht, mein Gott. Alles Geld. Solange die grün sind, einen Haken haben, sind wir da nicht traurig. Oh, ich glaube, ist sie ausgeschlitzt? Die steht so. Sie steht so gerade vor sich hin. Nö, noch nicht. Na gut, dann holen wir mal. Dann drehen wir mal ein bisschen. Komm. 22, wollen wir mal noch einen Ticken. Ah, jetzt wird schon rot, ne? Ja, jetzt fängst du wieder an zu ziehen, ne? Doofkopf. Doofisch, du Doofisch. Ich muss trinken. Ich verliere hier Kraft. Und ich muss Kaffee kochen. Ich habe nur noch 24 mal 6 Pullen. Das ist ja viel zu wenig. Ich wollte jetzt eine Zahl sagen, aber ich kann das nicht so einfach ausrechnen. Verdammt. Oh, ich wollte Taschenrechnung. Ach komm, ey. Bischi. Mach doch keinen Scheiß hier. Ich überlege jetzt schon, ob ich den sausen lasse. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich den kriege. Muss ich echt sagen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich den hier reinhole. Wäre natürlich schön, aber ich will auch nicht haken und den ganzen Scheiß, ihr wisst schon, ne, was ich meine. Und Schnur und was weiß ich, weil letztens hat mir einer abgerissen, hatte ich noch 2 Meter Schnur hinterher. Super, super, da komme ich richtig angeln. Das ist ja super. Tja, und schon wird die Rolle heiß, jawohl. Alles wunderbar. Ne, komm, trink noch einen Kaffee, damit wir ein bisschen stärker werden. Ne, der wird nichts. Seht ihr, das wird nichts mit dem. Den kriege ich nicht. Oder? Wenn ich ihn jetzt nicht langsam drehen kann, dann muss ich ihn freilassen. Dann werde ich K drücken. Den abstellen und K drücken, dann soll er abhauen. So kriege ich den nicht. Na, mein Freund? Ne. Seht ihr, das noch ein Viertel. Noch ein Viertel auf der Rolle. Mann. Und die Rolle wird heiß und das kostet alles. Komm, hau ab. Lass mich in Ruhe, Fisch. Hier, geh weg. Hier, mach K. K wie tschüss. Hoffentlich haut er auch ab. Nicht, dass er mir trotzdem noch alles abreißt. Mann. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja voll ärgerlich, Opa. Ja, ist es auch. Hab ich doch gesagt. Hier. Ach nee, komm, trink Kaffee. Kaffee ist immer gut. Kaffee geht. Kaffee gut, kann man gut trinken. Apropos, auch im richtigen Leben kann man Kaffee gut trinken. Natürlich. Ja, wie gerne hätte ich jetzt schon eine stärkere Rolle, ne? Da hätten wir den mal eben rausgezogen, dann wäre gut gewesen, ne? Ah, Montage wurde durchgebissen. Ja, Trez, mein Lieber. Na, guck an. Habe ich doch gleich gesagt, neben dem Stahlvorfach. Da sind doch Hechte. Egal, wo du jetzt auch bist. Ich habe keine Ahnung, wo du bist, egal. Ich wollte nur mal labern. Das kann ich gut. Labern kann ich ganz toll. Mann, da steht immer noch nicht, dass der ausgeschlitzt ist. Das wäre aber schön, wenn er das tun würde. Ich will jetzt auch nicht Alt-F4 machen. Aber ich mache das, dann unterbreche ich die Aufnahme. Ich unterbreche die ja auch für scheiß Telefon, also kann ich die auch dafür unterbrechen. Und? Wie sieht's aus? Wenn ich drehe? Der ist noch da. Der ist noch da. Eieiei. Und der dreht und zieht wie ein Wahnsinniger. Hört ihr das? Hört ihr das? Da kann ich doch nicht gegenkurbeln. Da bringt er überhaupt nichts. Da bringt doch gar nichts, Opa. Stell den ab. Stell den sofort wieder ab. Mach auf, die Bügel. Mann, hau ab. Geh raus aus meiner Schnur, von meinen Haken, geh weg. Blöder Fisch. So, was ist denn hier jetzt, Freunde? Ihr könntet ruhig mal ein bisschen.
Ich meine, ich hätte ja jetzt die Zeit, ne? Passiert ja nichts, aber ich kriege ihn nicht. Ich kriege ihn einfach nicht. Der zieht mir die Rolle komplett runter. Ich lasse ihn noch ein bisschen, ich gucke gleich nochmal. Solange er nicht steht, der ist ausgeschlitzt, gucke ich nochmal. Aber wenn es ganz kurz vor knapp ist, ja, dann unterbreche ich die Aufnahme. Ganz einfach. Dann unterbreche ich die einfach, weil das ist mir einfach alles viel zu teuer. Ne, wenn die Schnur weg ist und der Haken weg ist und. Dann unterbreche ich die Aufnahme, dann laufe ich nochmal hier hin, dann füttere ich nochmal an und dann mache ich die Aufnahme wieder an. Ja, so machen wir das. Keine Frage. Wir schieben dann, volle Pulle. Weil da habt ihr nichts von. Wenn ich jetzt hier sage, ja komm hier, zack, und alles ist kaputt, dann muss ich neu bestücken, da habe ich nichts von, da habe ich Geld verloren. Also Silber. Und ihr habt auch nichts davon. Ihr habt ja wirklich nichts davon. Wenn ihr jetzt noch was davon hättet, außer ein Schmunzeln, dann würde ich sagen, ja komm, okay, aber ihr habt gar nichts davon. So sieht's doch aus. So sieht's doch aus. Genau so. Lass ihn mal. Mal gucken. Ja, jetzt ist Regen. Das ist natürlich toll. Ne? Guck mal, alle hier fangen nur Opa nicht. Das ist ja super, Opa. Dann trink doch einen Kaffee. Ah ja. Oh. Schnurbruch. Weg ist er. Ach komm, ey. Mann. Wie sieht's denn aus? Ja, sicher. Liedchor, alles. Ich habe keinen Ersatzliedchor, glaube ich, ne? Nur so mir ja, ja. Ja, die will ich eigentlich nicht nehmen. Nee. Freunde, ich muss noch mal zurück. Also werde ich jetzt hier an der Stelle die Aufnahme kurz unterbrechen. Ich muss mir Liedchor holen und. Mal gucken, was sagt die Rolle? Guck mal, die Schnur ist, ja, so gut wie im Eimer. 75 Meter auch Schnur muss ich holen. Ja, wir werden an der Stelle die Aufnahme unterbrechen. Wir sehen uns gleich wieder. Macht's gut, bis nachher. Ciao. Und ihr seht schon, ein paar Stunden sind vergangen, aber was soll's. So, wir müssen uns mal eben hier ein bisschen holsaufen. Wir sind doch ziemlich runter hier. Und ja, und wir haben ein Biss natürlich. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, wie gesagt, also ich habe neue Schnur habe ich geholt. Ihr habt ja gesehen, 75 Meter ist ja, ist super. Hey, super, Opa. 75 Meter, super, wir kaufen. Da kannst du ja schön hinterher schwimmen. Ja, genau so ungefähr sieht es dann auch aus. Aber, und wir haben immer noch tolles Wetter. Ja, ich hätte jetzt auch warten können, bis das Wetter besser wird, ne? Aber, es gibt so viele Sachen. Aber was soll ich denn sagen? Ich zeige euch doch nur das wahre Leben. Wenn ihr hier steht, ist auch nicht immer Sonne. Und dann seht ihr, ah, bei Sonne ist gut, bei Regen nicht ganz so. Ja, so ist es halt. So ist es halt. Und da haben wir wieder einen Kracher. Guck mal, die Happy Hour ist schon rum. Opa, super. Super, läuft bei dir. So. So, lass uns doch mal hier nochmal ein trinken, damit unsere Sonne mal ein bisschen an die Sonne kommt. Ne, wie man so sagt. So, und dann schauen wir mal. Hier jetzt immer ein bisschen stramm, jawohl, hier auch. Ich habe nochmal angefüttert, ich weiß nicht, nach dem... Ich bin nicht zurückgelaufen, ich habe Alter 4 gemacht, damit ich nicht zurücklaufen muss. Und war dann wieder im Ort. Ich weiß dann nicht, ob dann die Futtermischung noch zählt, die man reingeworfen hat. Kann ich nicht sagen. Guck mal, einen Aal gefangen. Der Paria, 4,6 Kilo und Riesenaal. Super. GZ, mein Lieber. Wunderbar. Ja, und wie sieht es hier aus, Freunde der Leichenunterhaltung? Was ist hier los? Angeln. Ich wollte heute mal zeigen hier, also bitte. Ja, ich weiß, das Wetter und die Uhrzeit. Oh, ach ja, und hier überall alles voll Seerosenblätter. Ja, da kann ja nichts laufen, wenn alles voll Seerosenblätter ist. Dann kann ja die nicht funktionieren hier. Das ist ja wohl klar, mein Gott. Und wir müssen trinken. Ein bisschen an Kraft kommen wir da oben. Und ein bisschen grüne Sonne kriegen, ein bisschen gelbe wenigstens. Nicht rot, rot ist nicht so schön. Ja, dann schauen wir mal. Aha, ach, wieder an dieser. Guck mal, die schwarze Johannisbeere, die ist beliebt. Da wollen wir mal an der Stelle mal eben kurz festhalten. Jawohl, einen Fisch haben wir auch. Das ist ja wunderbar. Ja, ich möchte nicht wissen, was das für einer war, den wir da nicht gekriegt haben. Also, der hatte ganz locker über 20 Kilo, da bin ich mir ziemlich sicher. Und hier die, also ich weiß nicht warum, aber die Karpfen hier sind verdammt kampfstark. Einige sind so richtig, richtig... krass drauf. Ein Schubenkarpfen. Na, ein kleiner, aber immerhin. So.
Tja, ich denke mal, das, was ich wirklich zeigen wollte, werde ich heute hier wohl nicht kriegen, wa? Bei der Beißfrequenz wird er wohl nicht viel werden hier. Schauen wir mal. Kann ja nur besser werden. Im Augenblick ist es ja mau. Sagt er nicht. Doch, mau, Opa. Opa, das ist mau. Gib es doch zu. Nein, nein, das ist nicht mau, ist super. Das ist Understatement. Ach so. Ich dachte schon, wäre mau. Nee, nee. Ist nicht mau. Ist super. Ach so, ja, super, Opa, super. Super, das hat mau ist. Naja, was soll ich dazu sagen? Recht hat er ja ein bisschen. Ne, davon haben wir in letzter Zeit ein paar Videos gehabt, wo dann, ja, und dann ist Mau plötzlich unerwartet. Aber so ist das halt, ne? Wie im richtigen Leben, ja. Ich finde es, wie gesagt, ich finde es gut. Kann man jetzt gar nicht so sagen, aber da ich ja hier schon ein paar Tage geangelt habe mit genau diesen Ködern, weiß ich, dass es eigentlich läuft wie Sau meistens. Aber wenn der Regen so regnet, dann, ja, dann vielleicht nicht so. Aber ich finde es gut, dass man mit normalen Ködern, also sprich Kartoffel- und Futtermischung im Körbchen, dass man hier angeln kann und auch Karpfen fangen kann. Und dass man, wenn man aber halt entsprechend Ausrüstung mitbringt und anfüttert und hast du nicht gesehen, dass man dann eben auch mehr fangen kann. Und das finde ich okay. Das ist total realistisch, muss ich sagen, finde ich sehr gut. Gut gemacht, Jungs. Gut gemacht, auch wenn ihr Russen seid. Gut gemacht. Das hört sich jetzt aber ein bisschen Dings an, ne? Ein bisschen. Nein, 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 alles gut. Gut, dann ist ja alles gut. Wenn alles gut ist für mich auch alles gut. So, Fidschis, was ist los mit euch? Es ist 9:33 Uhr. Lololololol. Wenn man viel sich bewegt am Strand, ne? Am Rand, am Ufer heißt das Ding, dann kann man damit die Fische verjagen. Ja, das mache ich gerade. Ja, was soll ich sagen? Einiges passiert, ne? Meine Frau hatte Geburtstag gestern, wir waren lecker essen unten am Rhein, in so einem Rheinlokal. Da sind wir rein in das Rheinlokal und dann haben wir da, aber keiner hat Fisch gegessen, nur so die üblichen Sachen. Veganes Essen? Nein, natürlich nicht. Hallo, wir essen richtig. Jägerschnitzel, genau. Rumpsteak, genau. So was. Ne, genau. Hier, Dingensknödel. Wie heißen sie denn? Wie heißen sie denn? Verdammt, komm nicht drauf. Egal. Und Dampfkartoffel und Pommes. Und Spätzle. Richtiges Essen. Sehr schön. Und 28, ihr habt hier vielleicht, habt ihr hier, guck mal hier, da, ist nicht mehr weit. Ein Stückchen noch, ne? Und dann noch ein Level, dann darf der Opa auch in der letzte aller Länder und nicht, dass wir bis dahin schon wieder ein neues haben. Da hänge ich schon wieder hinten dran. Das wäre natürlich ein Ding, ne? Da wäre natürlich, da würde ich dann sagen, da machen die extra. Da machen die sowieso alles extra. Aber dann würde ich jetzt auch noch bestätigt kriegen. Ganz klarer Fall. Das ist Absicht. Voll die Absicht. Ja, was jetzt? Hallo, Fischis. Ich rede und rede, ihr macht hier gar nichts. Euer Job ist, die anzubeißen. Los, ich straff mal ein bisschen. Ihr habt gerne ein bisschen straffer. Weiß ich doch. So soll es doch sein. So ist es doch auch. Aber wird eh nicht so viel gefangen. Wenn man mal hier so links in den Chat guckt, ist. Nein, ich meine, die Samitas, es ist voll. Und da. Normalerweise rauscht der Chat da durch. Aber es wird wohl nicht so viel gefangen, mal gerade. Wer weiß warum. Vielleicht haben die alle Regenwetter. Kann ja sein, dass woanders kein Regen ist. Kann sein. Aber hier, wir haben Dreier Regen. Ey, mein Gott, echt jetzt. Guck mal hier, da. Und da wird es wieder sonnig. Gut, dass ich nicht da aufgenommen habe. Das wär total kacke gewesen. Nee, gut, dass ich hier aufgenommen habe. Das ist super. Oh, ein Fisch. Nein. Komm her. Komm sofort zu mir. Ja, hier können wir noch ein bisschen strammer ziehen. Da haben wir noch eine gute Chance. Den kriegen wir. Den holen wir jetzt raus. Mach mal voran. So, ja, das war natürlich das ausgerechnet da, wie gesagt, mit einer guten Rolle. Na, ich meine, ich habe ja gute Rollen, aber mit einer stärkeren Rolle, mit einer stärkeren Bremse dann, hätte man den natürlich locker rausziehen können, ne? Der Frenkie zum Beispiel, der Frenkie hätte gesagt, hier kommt, zack, bisschen mehr Bremse und dann ziehe ich den mal eben raus. Und dann hätte er seinen 25 Kilo Fisch gehabt, aber ich halt nicht. So ist er halt gerade, ne? Der hätte durchaus ein Trophy sein können. Also so wie der gezogen hat,
War da durchaus möglich, aber den kriege ich halt noch nicht raus. Ne? Wolltest du machen? Aber wolltest du machen? Also ich habe hier, letztens habe ich einen rausgeholt, der war 20 Kilo, aber der war auch wirklich mit Ach und Krach und auf den letzten Meter, ne? Der war schon von der Rolle her, war der schon so gut wie abgelaufen. Ich denke, ach komm, ey, die Rolle war schon gelb. Naja, was wolltest du machen? So ist dann halt. Komm hier, komm zu mir. Jawohl, 6,7 Kilo. Ja, und davon bitte mehrere. Davon in größeren Mengen bitte. So, die, das sind eigentlich die, die man hier so normal holt. Irgendwas zwischen 3 und 9 Kilo. Die sind hier sehr gerne. Und dann zwischendurch halt mal ein Geister dabei. Oder mal ein Gold, obwohl die goldenen sehr selten sind. Aber auch die sind da. Also ich habe hier, warte mal. Ich habe hier, wo seid ihr denn? Hier, da. Ja. Ja, den habe ich hier rausgeholt. Ne? Ist fast 7 Kilo. Also ist schon gar nicht schlecht. Ne? Den habe ich auch hier rausgeholt. Ne? Den auch. Aber wie gesagt, da sind auch kleine. Aber die beiden, das hat sich schon gelohnt. Das war schon eine schöne Sache. Das war schon eine schöne. Ist da einer dran? Komm her. Ja, sicher ist einer dran. Der hat extra stehen geblieben, damit sich die Angel nicht mehr bewegt, damit ich das nicht merke. Und der trinkt noch schnell einen Schluck Kaffee. Das muss. So, dann schauen wir mal. Habe ich bei dem anderen vorhin eigentlich die Bremse wieder zurückgedreht? Ach, ich bin so ein Tüdel, ne? Manchmal, aber auch nur manchmal. So, jetzt komm her. Zack. Boah, hör doch mal auf zu drehen hier. Komm doch mal hier an Land. Das ist ja schon wieder so ein Idiot, der mich hier nicht rauskommen lässt. Guckt euch das mal an hier. Naja, wenigstens konnte ich bei dem die Bremse ein bisschen anziehen. Da wird er nicht ganz so stark sein. Na, schauen wir mal, was wir da rausholen. Komm mal hier, komm mal zu mir, komm mal hier hin. Wir machen Fischstäbchen. Und du bist mein Gast. Du bist der Ehrengast sozusagen. Womit haben wir denn hier geangelt? Preiselbeeren oder sowas? Ich glaube ja. Ich weiß gar nicht mehr, was das Lilane war. Ich habe ja unterschiedliche Köder drauf, wie ihr vielleicht seht, ne? Unten, das ist, der Dip ist, glaube ich, Erdbeer sogar. Einfach nur mal, um zu probieren. Aber bisher, also durchgesetzt hat sich Johannisbeer, was wir hier rechts auf Angel haben. Genau. Gucke ich gleich. Gucken wir gleich mal. Moment, sobald wir den haben, gucken wir mal, was wir hier unterschiedliche Bestückungen haben. Aber nichts falsch machst du, wenn du so wie hier rechts. Da. Mach ruhig weiter so. Gleich ist der Fisch weg, Opa. Super. Hier, da. Genau. Da gucken wir gleich mal. Also da, das ist genau das, wo man sagen könnte, jawohl, der hat sich durchgesetzt. Der Köder. Der Köter hat sich durchgesetzt. Wir setzten einen Köter aus. Und links war noch gar nichts bisher, ne? Guck mal, rechts ist schon wieder am Zuppeln. Links war bisher noch gar nichts. Das sollten wir vielleicht auch nochmal den Köder ändern. Da ist nämlich auch schon wieder noch ein anderer. Wir sind ja super flexibel. Ich wollte da eben vorhin beim ersten Aufnahmendurchgang, wollte ich da schon drauf eingegangen sein. Aber ja, nee. Weiß ja, wie dies, ne? Nö. Bloß nicht. Ja, jetzt komm doch mal her, Fisch. Lass dich doch hier nicht so lange rumbetteln. Los, komm mal ein bisschen an die Oberfläche, damit ich dich sehe. Du geistergerahmter Goldkarpfen. Ja, das wär's doch. Genau, dreifache Punktzahl. 7 Millionen Erfahrungspunkte von Level 28 auf 32 hochgeschnellt mit einem Fisch. So muss es sein. So, nicht anders. Ja. Ich höre nicht auf zu drehen. Jetzt bloß, weil du ein bisschen ziehst. Da musst du nicht glauben. Wie mir. Ich zieh dich mal. Ich zieh auch mal. Guck mal, aber ich kann auch ziehen. Guck mal hier, guck mal, ich kann. Kannst du das auch? Fisch? Kannst du das? Kannst du nicht, ne? Ich kann das. Aber nicht lange, da geht mir die Kraft aus. Uiuiuiui. Aber ein bisschen kann ich noch. Na, komm mal her. Komm mal ein bisschen näher hier. Komm mal ein bisschen in Rampenlicht, der Fisch. Ist männlich, ne? Der Fisch. Ja. Aber die Fischstäbchen. Ne? Also hinterher wird aus dem männlichen Fisch werden weibliche Fischstäbchen. Genau so ist das. Ja, dann komm mal her. Kommen Sie mal rüber. Komm doch mal rüber. So. Ja, guck mal. Was haben wir denn hier? Kommen Sie mal. Ja, guck mal. 14 Kilo. Ja, immerhin, ne?
Immerhin, da kannst du nichts, da kannst du gar nichts sagen. Und das bei so einem schlechten Wetter, also da muss man ja auch noch mal sich in eine Pupille verschärft vorstellen lassen können, machen. Ne? Also ihr wisst schon. So. Ja, jetzt da mach hier, zieh stramm das Ding. So, ja, lass uns mal eben schauen. Also hier haben wir drauf Preiselbeere mit Himbeere und Himbeersoße, genau. Und hier haben wir den, sobald wir da einfangen, ändern wir das. Da haben wir Brombeere mit Maulbeere lila und Erdbeersoße. Ja, und hier haben wir, da haben wir ja vorhin gesehen, Johannisbeere, Maulbeere und Johannisbeersoße. Ich glaube, das ist auch die beste Mischung. Ich glaube, das ist die beste Mischung. Die sollten wir links nachher auch mal drauf machen. Aber bevor wir hier noch lange, ne? Lass uns doch mal eben hier gucken. Ne, ich hatte den zurückgedreht. Hatte ich den in der Mitte hier zurückgedreht? Ah, yeah. Das ist immer dieselbe Frage. Immer dieselbe Frage. Nie weißt du das. Nie denkst du da dran. Und wenn du dran denkst, vergisst du es sofort wieder. Echt jetzt? Da ist ja nichts dran. Das ist weg. Ja, genau. Das ist ja super. Super. Super Fisch. Super. Super gelaufen. Super Video. Super Video. Da kannst du dich mit sehen lassen. Oder auch nicht. Ja, was ist denn hier mit der Erdbeersoße? Da ist ja gar nichts im Augenblick, ne? Ich trinke mal schon Kaffee, genau. Ich wollte gerade schon in die Bonbons greifen, aber nee. Nicht während der Aufnahme. Das machen wir nicht. Dann geht immer so. Dann ist immer. Nee, das machen wir nicht. Ja, und jetzt hier, was haben wir denn? 13,36, das ist super. Hauen wir uns noch so ein Kaffeeding rein, davon haben wir ja, Gott sei Dank. Aber bald gibt es, also ich meine, ne? Ich habe jetzt, das scheint viel zu sein, 22, aber ich habe für 300 Silber Kaffee gemacht, irgendwann mal letztens. Und das ist der Rest davon, also das ist schon, das waren, weiß ich nicht wie viele, über 100, 150. 150 mal 6 Pullen, so ungefähr war das. Wobei, da waren natürlich auch schlechtere. Waren nicht nur 9er und 10er, waren auch ein paar schlechtere dabei. Und ja, die trinkt man natürlich noch schneller weg, weil die haben ja nicht, ne, die hauen einen ja nicht so raus, sag ich mal. Die muss man ja, da muss ja noch ein mehr von trinken oder zwei, bis da mal was kommt. Bis es wirkt. Das ist wie bei schlechten Drogen, ja, wie man zum Beispiel, wenn man, dann braucht man auch mehr, ne? Ein bisschen, da muss man ein bisschen mehr, wenn, also habe ich gehört, ne, von damals, von früher habe ich das noch gehört. Damals früher, ja. Das hat so sein könnte, ne, also muss nicht, aber könnte so sein. So, wie was ist jetzt hier? Das ist hier, hatten wir jetzt einen und da zuppelt wieder einer. Also wie gesagt, das scheint wirklich hier Johannisbeer, Himbeer mit Johannisbeersoße. Wenn man die Soße weglässt, weiß ich nicht. Ich mache immer mit dran, weil ich habe sie halt. Ne? Ich habe sie einmal gekauft, ja, jetzt nutze ich sie auch. Wenn ich jetzt, ich könnte ja jetzt mal für den Versuch, die wir abmachen, aber es läuft ja so schon schlecht. Also von daher kann man da jetzt, glaube ich, wenn das jetzt wie Hölle laufen würde, dann würde ich sagen, okay, wir machen mal drei gleich und einen lassen wir mal die Soße weg. Mal gucken, ob wir da weniger Fische holen. Aber so wie das im Augenblick läuft, ja. Wobei, man muss sagen, es läuft ja gar nicht so schlecht. Wir haben ja auch ein paar schöne große schon rausgeholt. Aber die Frequenz ist halt niedrig. Normalerweise hast du immer drei oder zwei wenigstens, die ziehen. Das heißt, du holst einen rein und in der Zwischenzeit beißen die anderen schon wieder an. Und du bist nur am Drehen, die ganze Zeit. Wenn es gut läuft. Dann läuft es richtig gut, aber dann hast du auch Sonne. Dann hast du nicht so ein Regen-Mistwetter hier, wie wir jetzt hier. Ne? Ah ja, so groß ist der auch wieder nicht. So ein 3 Kilo oder was. Was kommt denn da angefahren? Guck mal, und wieder die linke macht gar nichts. Die linke macht ja gar nichts. Die linke Angel. Da werden wir einfach mal so austauschen müssen gleich. Wenn wir da warten, bis da einer anbeißt, dann wird ja gar nichts mehr. Der stottert nicht, Opa. Hier ist doch wahr. So, was kommt denn da? Ach, guck mal, der linke regt sich doch. Ach, guck mal. So, zack, komm her, mein Kleiner.
Jawohl, her mit dir, Schuppen. 7 Kilo, gerne doch. Nehmen wir doch mit. So, da ist unsere Lücke, da müssen wir reinwerfen, genau da. Bei Schlechtwetter sieht man, bei schönem Wetter ist das so ein gelblicher Baum, einer der sticht dann so ein bisschen hervor. Naja, so, aber so läuft es, ne? So, ich werfe jetzt aus und ihr seht schon, die anderen beiden haben schon Bisse und so läuft dann eigentlich die ganze Zeit. Bis auf die Zeit, wo das nicht so läuft. So, dann gucken wir uns mal hier den an. Mal gucken, was der hier drauf war. Obwohl der andere schon länger, ne, in der Bewegung ist, aber... Wir wollen das jetzt wissen. Habe ich wieder zurückgedreht? Ach, die Frage stelle ich schon gar nicht mehr. Das muss ich mal automatisieren, dass ich beim Reinwerfen immer sofort wieder zurückwerfe. Und hier müssen wir mal, hier werden wir gleich mal den Köder wechseln. Den Köder. Wir machen einen anderen Köder dran. Ja, komm her. Wo ist denn hier der Kescher? Was ist los? Du bist so schlecht vorbereitet. Ach, komm. Naja. So, lass uns mal eben hier... Das ist der Rote, ne? Ich glaube, Rot war der. Da ist Rot. Davon rede ich immer, wenn ich sage Blau, Grün, Rot. Das sind hier die Farben. So, Brombeere. Dann machen wir hier auch mal die Johannisbeere dran. Und die Erdbeere lassen wir einfach mal. Mal gucken, was passiert. So, und wieder da Richtung schwarzes Loch. Da verschwinden die Fische. Da gehen die ins schwarze Loch. Geh ins Licht, geh ins Licht. Geh nicht ins schwarze Loch. Naja. So, hier haben wir noch einen. Und in der Zeit könnte eigentlich, wenn man aufpasst, neuerdings, ich glaube, das ist neu, wenn man aufpasst, man sieht hier, wie stark die Bremse eingestellt ist. Oh, mach nicht so was. Gleich ist er wieder weg. Und rechts haben wir schon wieder einen Biss, während wir hier kurbeln. Genau so muss es laufen. Und wir müssen ganz schön kurbeln hier. Guckt ihr mal an, was der schon runtergeklaut hat. Aber der war auch vor dem linken. Ich wollte nur den linken machen, damit ich den Köder wechseln kann. Genau, einen anderen Köter, ein Pudel. Wir machen einen Pudel dran. Nein, einen richtigen Köter. Einen richtigen Straßenköter, eine Mischling. Eine Mischung aus Spitz und Schäferhund und Pudel. Genau. So, was machen wir da dran? Ein spitzgedackelter Pudel, genau. So. Ja, und rechts ist auch schon wieder ein Biss. Ja, so. Ne? Und wie gesagt, das Wetter, ich kann es immer wieder nur sagen, bei schönem Wetter beißen sie deutlich günstiger, also besser. Noch besser. Ja, noch besser. Das ist ja super, Opa. So, und wir müssen hier, wir haben schon wieder rote Bereiche hier, sehe ich gerade, wo die Sonne ist. Da müssen wir natürlich, ne? Ja, hätte sie mal nicht. Jetzt fängt er an zu ziehen, hätte sie mal nicht nachgelassen. So. Hol ihn dir, los. Tiger. Was, wer ich? Tiger? Ja, los, Tiger, hol ihn dir. Schnapp ihn dir. Ja, genau, mit der Rollator hinterher, genau, schnapp ihn dir. Los. Nee. Sachen gibt's, ich sag euch das. So ist es doch. Aber wo ich gerade sage, mit dem Rollator hinterher, ne, da muss ich auch, ja. Habe ich das schon mal erzählt? Der Opa haben sie beklaut in der Stadt. Da kam einer und früher hätte ich dem aufs Maul gekloppt und dann wäre gut gewesen. Da kam einer, ich mit meinem Rollator unterwegs, da kam er an und hatte Geld und wollte wechseln für Parkuhr. Für diesen Parkautomaten. Und ich dödel, trottel, mache ich nie wieder, hole mein Portemonnaie raus und der geht hin, packt in das Portemonnaie und reißt Scheine raus und rennt weg. Und ich stehe da mit meinem Rollator. Unglaublich. Unglaublich. Und kommt noch niemals mehr hinterher. Klar, ne? Mit dem Sauerstoffgerät. Wie soll ich da hinterherkommen, ne? Also wirklich. Ich meine, ne? Vor einigen Jahren, da wäre das... Aber da hätte er mich auch nicht gefragt. Der hat sich spezialisiert auf Leute, die sich nicht bewegen können. Das war schon ziemlich, ziemlich krass, muss ich echt sagen. Was es für Leute gibt. Und es war kein Deutscher. Auch wenn ich da jetzt nicht... irgendwie rechts dastehen will, aber es war kein Deutsch. Oh, guck mal, was ich hier rausholen. Ein weißer Armbur. Das ist ja interessant. Und es war auch kein junger Mensch. Also, das muss man auch sagen. Der war so 40, 45, würde ich sagen. Na, das war also eigentlich ein gestandener Mann. Hätte es sein sollen. Aber in dem Augenblick war es einfach nur ein gestandenes Idioten. Armleuchter-Ding. So was passiert hier. Unglaublich, unglaublich.
Ja, das war, ich hatte, also ich meine, ne? Geld, natürlich schade um das Geld, aber darum ging es gar nicht. Es ging darum, dass mir das passiert ist und dass ich da nicht hinterher konnte. Weil, wie gesagt, es gab Zeiten, da hätte ich den dann mal eben ein bisschen durcheinander gemischt und dann wäre gut gewesen. Ne? Aber zu den Zeiten hätte er mich auch nicht gefragt. Der hat mich schon ganz gezielt ausgesucht. Fand ich richtig, richtig kacke. Naja. Ich denke, könnt ihr nachvollziehen. Aber was anderes. Jetzt hier, wir angeln jetzt hier, Leute. Was soll denn das hier? Red doch nicht solche Sachen, Opa. Ist doch wahr. Ist ja schon ein Jahr her. Trotzdem. Finde ich scheiße. Komme ich nicht so einfach drüber weg. So, jetzt aber. Zack, zack. Und es wird schon wieder dunkel langsam. Das ist ja super. Und ein kleiner. Ja. Auch solche brauchen wir zwischendurch. Für die kleinen wie Stäbchen. So. Hopp, hopp, hopp. Stramm die Schnur und dann, guck mal hier, wo wir hier ausgetauscht haben. Schon geht da was. Gute Idee. Eieiei. Ja, komm, mach mal, brems mal. Brems dich mal, Junge. Sei mal nicht so wild. Eieiei, ich sehe schon, wie der da hinten nach hinten raus schwimmt. Das finde ich nicht so gut, dass er da hinschwimmt, ganz ehrlich, dich. Komm zurück. Komm mal bei mich bei hier. Komm mal her. Guck mal, was ich hab hier. Ich hab was für dich. Das ist eine Lüge. Aber ich tu so. Komm mal her, ich hab was für dich. Komm mal zurück. Muss ich nicht so anstrengen. Mach dich mal leicht. Ich zieh dich zurück. Schließlich bist du im Wasser. Du kannst dich ruhig mal leicht machen. Das geht. Im Wasser kann man sich leicht machen. Also bitte, Fisch. Ich habe schon wieder die rote Sonne. Warte mal, ich muss mal eben hier noch mal einen hinterherkicken. Ja, lecker. Was man also bei Regen, was man hier einen Kaffee sollte, das ist eben im richtigen Leben. Bloß, da brauche ich keinen Regen für. Das geht eigentlich immer. Auch ohne Regen. Da geht auch bei Sonne. Tag und Nacht, spielt alles keine Rolle. Allerdings muss ich sagen, bin ich mittlerweile umgestiegen auf entkoffiniert. Ich weiß, das ist kein richtiger Kaffee. Aber bei der Menge und bei meinen Werten, sollte man schon darum ein bisschen drauf achten. Aber der Geschmack ist da. Das ist wichtig. Früher hätte ich auch gesagt, da spuck ich rein. Was soll denn das? So was schütten wir weg zu Hause. Aber nee. Das ist mittlerweile ist das für die Herzwerte tut sich das schon ganz gut. Du bist schon wieder nur am rum erzählen mir. Mach doch mal was anderes. Erzähl mal was Lustiges. Ja. Keine Ahnung. Hab grad nichts Lustiges. Ach nee, weil ich falsche Stimme. Keine Ahnung, hab grad nichts Lustiges. Ja, siehste. Geh doch. Mann, 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 Mann. Ja, jetzt komm mal hier, komm. Lass dich mal nicht so lange rumbetteln. Hopp, hopp. Ich meine, sowas geht natürlich, wenn du sowas machst, ne? Das geht natürlich volle Pulle auf die Kraft. Aber wenn du genug, ne? Wenn du genug Tee in oder Kaffee in der Tasche hast, dann kann man das bringen. Und möglichst nicht essen, möglichst trinken. Weil trinken kannst du alle, habe ich ja schon mal gesagt, 27 Sekunden. Essen nicht. Essen, das füllt deinen Magen und dann ist Schluss, dann wird nichts mehr getrinkt. Auch wenn die Kraft runtergeht, da kannst du nicht trinken. Und da wollen wir ja nicht. Nein, wir wollen ja trinken. Wir trinken direkt noch ein, komm her. Lass uns noch ein trinken, hoch die Tasse. Ja, so ist das. Ja, das mit dem Idle Game, wie heißt das? Soda Dungeon, genau, Soda Dungeon. Da werde ich noch ein paar Folgen zu machen. Kommt nicht wirklich gut an, also werde ich es wohl dann hinterher für mich alleine spielen. Und wenn ich da ein ganzes Stück weiter bin, werde ich dann noch mal ein, zwei Folgen machen. Nur mal zu zeigen, wie so das hinterher aussieht. Und, ach ja, ich habe noch so viele Spiele, wo ich sage, ach, da habe ich noch was im Petto. Da müsste ich eigentlich noch ein bisschen Let's Playen. Also von daher war nicht das Letzte, was wir gemacht haben. War ein Versuch, schauen wir uns mal ein bisschen noch an und dann machen wir was Neues. Und wir haben ja auch noch hier unseren Dingens, unser Projekt Zumbuid. Auch den müssen wir ja noch weiter treiben. Auch da haben wir ja eine kleine Fangemeinde, die immer wieder darauf wartet, dass da neue Folgen kommen. Und natürlich werde ich auch die Leute nicht enttäuschen, ne? Auch wenn es nicht so viele sind wie hier. Aber man muss, ne, jeder Fan zählt, das ist ja so. Habe ich Fan gesagt? Naja. Es gibt kein anderes, ich wüsste jetzt gerade kein anderes Wort. Ich meine jetzt kein Fan von mir oder so, das ist Quatsch. Von dem Spiel halt.
Weißt du, was ich meine, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, was ist denn jetzt hier, mein lieber Mann? Du lässt dich aber bitten, ne? Der hat extra noch ein paar Bleie in der Tasche. Damit er schön schwer ist. So muss es sein. Oh Mann. Was soll ich euch denn da erzählen? Der Telefonschild. Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann gerade nicht ans Telefon gehen. Ich muss doch hier fangen. Meinen Fisch fangen. Eieieiei. Ich muss mal eben den Ton wegmachen. Moment. So, da sind wir wieder. Ja, meine Frau hat angerufen. Wird etwas später heute. Das muss natürlich sein. Das muss ich wissen. Wichtige Sachen. Und der Fisch ist immer noch im Drill. Ihr habt gesehen, ich habe den Schnelldrill musste ich leider loslassen, weil ich ja das Telefon bedienen musste. Aber da ist er. Da kommt er doch angefahren. Haben wir nichts verpasst, nur ein bisschen Blabla verpasst. Aber das schadet nicht, wenn der Opa mal ein bisschen Mund hält. Guck mal, 13 Kilo. Ja. So was kann man doch mal fangen. Das ist doch super. Guck mal hier, die Bremse zurückgestellt. Opa, Supermann. So muss es sein. Also nicht Supermann, sondern Supermann. Ja, ihr wisst, was ich meine. Natürlich. Also heute kommt alles. Ne, habt ihr ja gesehen, jetzt hier Telefon noch. Und ja, und dann noch hier Schnurriss und noch ein Schnitt im Video, noch. Ich wollte jetzt nicht noch einen machen. Also, naja, bitte, ne? Außerdem war ich ja gerade am Drillen. Das war ja, ne? Da kann man ja nicht einfach hier sagen, ich mache das Video aus. So nicht. Da müsst ihr halt damit leben, dass ich halt mal eine Minute, zwei nicht quatsch. So ist das. War letztes Mal auch, ne? Da habe ich auch einen schönen Fisch gefangen, während ich am Telefonieren war. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber ich habe auch einen schönen Fisch. Was waren das noch? Keine Ahnung. Ein Stör. Und als wir Störangeln waren, genau. Da haben wir so lange gestört, bis wir gestört haben. Guck mal, und die rechte, linke, die linke. Meine linke Seite ist frei. Ich wünsche mir den Dings herbei. Kennt einer das Spiel noch? Oh, da kommt der Bullemann. Oder wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Ich nicht, wir nicht. Und wenn er kommt, dann laufen wir weg. Ja, und hier haben wir jetzt Johannisbeer drauf gemacht und schon läuft die deutlich besser. Also wie gesagt, Johannisbeer ist auf jeden Fall, ne, sollte man nicht aus den Augen verlieren lassen. Aus den Augen verlieren lassen. Und man kann für die, die bessere Bremsen haben als ich an ihrer Rolle, man kann auch die 20er Pellets nehmen. Dann ist die Chance, dass man hier noch größere Fische fängt, natürlich auch größer. Wollte ich nur mal so an der Stelle erwähnt haben. Ne, es gibt ja auch Leute, die nicht nur Anfänger sind, die das Video gucken. Es gibt ja auch ein paar Leute, die auch durchaus ein ganzes Stückchen weiter sind als ich. Die gucken nicht, um was zu lernen, die gucken, um mal zu lachen.
Die sagen, oh, guck mal, der Opa, der macht wieder. Guck mal, was der alles falsch macht. Das ist ja lustig. Haha, ha, da habe ich gelacht. Nein, natürlich, ist ja auch Unterhaltung, mache ich doch gerne. Und meine Fehler, da stehe ich dazu. Da stehe ich da drüber. Ich bin in ein Alter, da steht man über seine Fehler. Oh, da, rechts wieder, da, Johannisbeere. Was habe ich gesagt? Nicht Licht anmachen, rüberlaufen. Mann. Ich habe eine neue Tastatur. Ja, was soll ich euch sagen? Ich bin schon wieder nicht zufrieden. Weil die Tasten etwas kleiner sind. Die sind jetzt wieder flach. Ist wieder so eine Office-Tastatur. Super. Aber die Tasten sind etwas kleiner. Und der Opa hatte so große, dicke Finger. Der hatte so schon Probleme, dass er immer drei Tasten gleichzeitig drückt. Naja, was soll's. Ne, jetzt hören wir auch rumzuheulen hier. Alter Mann. Ist doch so. So, was haben wir jetzt hier? Was kriegen wir denn hier? Guck mal, jetzt kommt der Abend. Ja, ein bisschen machen wir noch, oder? Ich weiß gar nicht, wie weit in den Abend die noch beißen, die Fische. Ob es nicht dann ein bisschen langweilig wird oder so. Ach, normalerweise könnte ich den schon wegwerfen, aber mein Gott. Guck mal, 14 Fische, das ist nicht viel. An so einem Tag habe ich sonst so 25, 28, 30. Und ich denke immer, wenn ich, ja, da sind wir wieder beim Thema, wenn ich bessere Bremsen hätte und bessere Rollen, also das heißt, ich die schneller rausholen könnte, dann könnte ich wahrscheinlich schneller auch. Aber dadurch, dass ich halt noch schneller die Fische an Land holen könnte, könnte ich halt noch mehr Fische fangen. Wenn du weißt, was ich meine. Aber es sieht doch schon ganz gut aus. Guck mal hier nach Größe, hier Gewicht. Na, 14 Kilo, 13 Kilo, der Armmoor, 7 Kilo, 6 Kilo, also. Ne, sind wir doch eigentlich ganz gut dabei. So, was ist jetzt hier los? Jetzt kommt wieder die Trockenzeit. Das war die Zeit, wo vorhin der eine angebissen hat, der uns dazu gezwungen hat, dass wir eine Pause reinlegen mussten. Und an der Stelle nochmal, hier. Vielen Dank, mein Lieber, ne? Für deine Mischung, für deine Empfehlung. Guck mal, was er fängt. In welchen Abständen, ne? Nur mal so, nebenbei. So, jetzt habe ich ihn dreimal erwähnt. Ich hoffe, das ist ihm nicht ganz unangenehm. Aber da muss er mit leben. Wenn er so eine gute Mischung hat, würde ich das auch sagen. Ich sage doch nicht hier, guck mal hier, ich habe eine neue Idee. Habe ich mir ausgedacht. Das wäre ja wohl das Letzte, ne? Also, wenn ich von jemandem sowas bekomme, dann muss der damit leben, dass ich ihn erwähne. Ich habe ihn auch gefragt und er hat gesagt, ist okay. Also von daher, wenn er gesagt hätte, nee, lieber nicht, dann hätte ich da nie ein Wort drüber verloren. Dann wäre das auch okay gewesen. Ne? So ist der Opa halt. Der Opa kann auch schweigen, wenn er will. Ne? Aber der kann auch dumm rumlabern, wenn er will. Das will er meistens. So, zack, zack. Zwei Hühner, ein Gänse, wie man so sagt. Da kommt der Bullemann, wo wir gerade bei den schwarzen Mann waren. Nee, das ist so. Der gibt's überhaupt nicht mehr, ne? Ihr Negerkuss. Nein, das ist rassistisch. Das sagt man nicht. Negerkuss. Oder kennt noch einer den Sarotti-Moor? Den Sarotti-Moor, die Schokoladensorte, der Sarotti-Moor? Das ist sowas von rassistisch, ne? Aber gibt's alles nicht mehr. Ne? Der Ernst Neger muss ich auch umbenennen. Ich dachte, den kennt auch schon gar keiner mehr. Das war doch eine Koryphäe im Mainzer Karneval, Ernst Neger. Der hat doch genauso viele Lieder rausgehauen wie die Blackfoots damals, so ungefähr. Aber nur halt nicht für Köln, sondern für Mainz. Ne, heile, heile Gänschen. Vielleicht erinnert sich noch jemand. Ne? Oder Humba Humba Tedre. Das ist Ernst Neger. Das ist, ach Gott, ey, das war kurz nach dem Krieg alles. So. Aber da hat der seine Hochzeit. Und der heißt jetzt Heinz Schwarzmann. Ja. Der wird umbenannt. Heinz Schwarzmann. Genau. Genau wie Alice Schwarzer. Alice Schwarzer wird jetzt umbenannt in Alice Dunkel. Alice Mitternachtsblau. Ja, genau. Das ist okay. Ja, ich finde sowas lächerlich, ne? Das sind Sachen, die hießen schon immer so. Was soll denn der Quatsch? Gerade das umzubenennen, finde ich eigentlich viel rassistischer. Um dat, dann, da hebt man das hervor eigentlich, ne? Eigentlich ist das selbstverständlich, ne? Eigentlich ist das selbstverständlich. Wenn ich behindert wäre und da will einer einen Witz drüber machen, also ich würde es doof finden, wenn sie es nicht machen würden. Weil, wenn sie einen Witz über mich machen, integrieren sie mich. Wenn sie extra aufpassen, keinen Witz zu machen,
dann stempeln sie mich eigentlich als Außenseiter ab. So sehe ich das. Genau so ist das, Opa. Du hast das wieder genau richtig geschaut. Und wenn das einer anders sieht, dann, ja, dann sieht er das halt anders. Ja, ist doch wahr. So, was haben wir denn hier? Ein kleiner Spiegel. Guck mal, naja, immerhin. 3,5 Kilo. Er hat ein Häkchen, da kann man doch sagen, hier, komm. Ja, wenn wir hier über Geld reden, also man kann hier so in einer Stunde, anderthalb, Echtzeit, kann man hier so mit 400, 500 Silber kann man hier schon gut holen. Wenn man ein bisschen Glück hat und man hat noch ein, zwei von den Geisterkarpfen dabei oder so, dann sowieso, dann auf jeden Fall sowieso und sowieso. So sieht das aus. Ja, jetzt haben wir nachts und jetzt ist plötzlich der See ist grau. Das ist nicht zulässig, der ist schwarz, das darf man so nicht sagen. Der ist Mitternacht blau, der See. Genau, der ist nicht schwarz, nein, nein. Genau wie die Schornsteinfeger, die sind auch nicht mehr schwarz im Gesicht, nein, nein. Das darf man alles nicht so nicht mehr sagen. So ist das. So, ja, Freunde, was soll ich euch sagen? Was passiert jetzt gerade nichts mehr? Vielleicht können wir an der Stelle dann die ganze Sache auch beenden. Wer weiß. Warten wir noch mal ein paar Minuten. Vielleicht tut sich ja noch was. In der Zeit trinke ich noch einen Schluck Kaffee. Natürlich. Ah, lecker, 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 lecker. Und? Wie sieht's aus, Freunde? Eigentlich müsste ich jetzt schon wieder neu anfüttern, ne? Ist schon wieder so weit, ne? Eigentlich müsste ich nur anfüttern. Na, guck mal, da ist noch mal Bewegung. Komm, den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir noch mit, den Fisch. Los, beiß an. Beiß doch an, du. Los jetzt. Mann. Der will nicht, der ziert sich. Bestimmt ein Mädchenfisch, Prinzessinfisch. Gehe ich von aus. Die reitet auf ihrem Einhorn unter Wasser daher. Genau, Ariel. Komm, wir fangen Arielle. Oh, mal gucken, was wir daraus machen können. Königliche Fischstäbchen. Auf jeden Fall. Ja, wie jetzt? Jetzt aber mal zwei. Ja, ihr habt ja auch... Ihr habt ja wohl denselben nicht gehört, wa? Den Peng, den Knallhall, meine ich. So, okay, wir sind schon wieder... Jawohl. Wir sind ja schon wieder in einem Bereich, wo der Kaffee dünn wird. Wo wir schon wieder nachlegen müssen. So, komm her. Raus mit dir. Komm, mein Land, Ariel, komm schon. Ich kenn dich doch. Ich hab den Film gesehen. Notgedrungen, paar Mal. Ein Enkelfilm ist das. Erst ein Tochterfilm und dann ein Enkelfilm. Jetzt bleib doch hier. Wo wolltest du denn hin? Komm her. Komm her, ich zeig dir mal was. Komm mal hier. Siehst du dieses Netz? Guck mal. Genau. Gefällt dir doch, oder? Muss dich doch. Kannst dich drin ausruhen. Sehr schön. Kannst du dich mal so richtig fallen lassen. So richtig abhängen. So, was haben wir denn hier in der Mitte? Da haben wir Preiselbeeren gehabt, ne? Da war jetzt nicht mehr so viel, ja? Wie gesagt, Johannisbeer ist und bleibt einfach erste Wahl. Ich bin ja einer, der gerne noch rumexperimentiert, aber ich muss sagen, Johannisbeer ist und bleibt erste Wahl. Wenn man hier dreimal Johannisbeer drauf macht, ich glaube, dann geht es noch besser. Noch schneller. Noch schneller als immer alles besetzt, geht doch gar nicht. Doch, muss ja. Ich muss einen Antrag stellen auf 30 Angeln. Dass ich hier eine Reihe mit 30 Angeln. Jawohl, so was will ich. Und ich habe immer noch keinen portablen Feuerkelch. Verdammt. Auch der fehlt mir noch. Naja, nochmal zwei kleine. Noch nicht einmal chatwürdig. Aber trotzdem haben wir ein paar Fische gefangen, siehst du wohl. Naja. Und jetzt ist auch 0 Uhr, jetzt kommt ein neuer Tag, jetzt kommt auch der sonnige Tag. Was soll ich euch sagen, da wird bestimmt jetzt gleich hier die Hölle los sein. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt auch. Da will ich euch nicht dabei haben, das sollt ihr gar nicht sehen. Da komme ich ja kaum noch zum Reden, da bin ich ja nur noch hier. Ich muss angeln, ich muss fliegen, ich muss hier drehen und da drehen und überall. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ihr Lieben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Petri Heil, euer Opa Helmi bei Rushing Fishing 4. Bis dann, tschüss.